Sehe ich aus, als ob ich nackt bin? Das ist einfach nur ein Fettwanz. Du kleines Brasco-Fanboy-Kind. What's wrong? Scared. Was geht, YouTube? Neue Folge, aber etwas ernster als sonst. GTA-Rollenspiel, haha, hihi, wir machen Witz, ihr wisst, wie das immer so ist. Ja, okay, alles gut, schick und schön, aber da ist jemand ziemlich ausgerastet diesmal. Und ich dachte, wir benutzen dieses Video nochmal dafür, um eventuell werdenden Eltern oder ja andere Leute davor zu warnen, was für geistesgestörte Leute in diesem Spiel rumrennen. Guckt euch einfach selber an, viel Spaß. Oh, hier geht ja richtig was ab, Diggi. Dann gehen wir mal rein hier. Puppe. Was ist denn los mit dir jetzt? Du willst ein Sandwich? Ja, ja. Süße, kannst du mir auch gleich ein Bier bringen? Bier führen wir nicht. Nur Tequila. Können Sie gerne bei meinem Kollegen bestellen. So, bewegst du mal deine Schnuppi? Was? So wird dir nicht gesprochen, ne? Ich setz mich jetzt mal hier hin. Ja, und dann? Und dann bewegt die geile Sau mal ihren Hintern, ja? Haben Sie bitte eine ordentlichere Wortwahl vor die Damen? Entschuldigung, also das sehen ja hier aus wie Damen, die hier auf den Strich gehen. Okay. Ich will jetzt ein Bier. Ich bin. Wir leider nicht. Ja, dann gib mir Whisky oder was weiß ich hier was. Kannst du dem Herrn was zu trinken hier bringen? Ihr tut doch nicht so, als ob wir in der Bibliothek wären. Ich bin hier im Puff. Ja, ja, Sie müssen vorne an die Kasse, ne? Sie müssen weiter nach rechts. Da ist die Kasse, da kann sich ja nicht bewegen, ne? Ich frag mich hier gerade, von wem das hier ganz hier geleitet wird. Gib mal her hier. Da steht nichts. Da steht keine Summe. Naja. Da muss eine Summe stehen. Da steht drauf, dass du ein Stück. Was willst du das von mir hören? Gibst du mir jetzt mal mein Bier? Sie müssen mit dem alten Auge auf die Kasse schauen. Ich habe kein altes Auge. Also ich habe nur zwei normale Augen. Gott, lass es Hirn regnen. Oder Backsteiner, Hauptsache er trifft. Halt's Maul, Schnucki. Geh tanzen oder mach dich nützlich. Das sagst du nicht zur Geschäftsführung. Du bist die Geschäftsführung? Ich bin die Geschäftsführung. Er bekommt kein Getränk. Du rennst hier rum, als wärst du auf den Strich. Hä? Mom, in schwarz. Michael, was haben die für eine Haarfarbe? Geh, klammer gleich wieder raus hier. Digga, da tanzen nackte NPCs an der Stange rum und die sagen zu mir, rede mal ordentlich. Dreckspuff hier. Aber was willst du denn die ganze Zeit von meinen Eiern? Lass denn doch mal in Ruhe, Mensch, hier. Geh doch mal rein. Hallo, was soll denn das? Der ist doch nicht mal 18 und darf in den Puff gehen. Ich darf das, ja. Hast du deine Mitarbeiter nicht unter Kontrolle oder was? Natürlich, der habe ich doch gerade gesagt, die sollen schon mal einen Abgang machen. Kannst du dich bitte auch verpissen? Warum? Ich will jetzt hier vorne alleine sein. Was ist denn los? Ist das kaputt da drinnen? Was bin ich? Frauenfeindlich? Ja. Ich liebe deine Mutter, warum soll ich denn frauenfeindlich sein? Bist du behindert oder so? Nee, tatsächlich wollte ich nur von deiner Mutter etwas. Das ist wäre ja dann deine Oma, ne? Wenn ich jetzt mit deiner Mutter zusammen bin, ist ja meine Mutter deine Oma. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Also, was willst du denn jetzt? Wie kommst du noch frauenfeindlich? Erzähl mal. Ja, die gehen alle hier auf den Strich. Das ist ein Nachtclub. Die tanzen da nackt rum. Willst du mich verarschen? Nackt sein. Sehe ich aus, als ob ich nackt bin? Süße, halt mal dein Maul. Wenn sie nackt wäre, wenn sie gar nichts an hätte. Da sind aber Damen, die tanzen da halbnackt von mir aus rum. Ist das verboten? Kannst du mal dein Maul halten, wenn wir reden, Schnucki? Es ist immer noch ein Nachtclub und es ist auch nicht verboten. Ein bisschen respektvoller sein. Nee, ich will mit der nicht reden. Kick dir mal an, wie die aussieht. Sieht aus wie eine Prostituierte. Ich möchte mit der nicht reden. Dennoch müssen sie etwas respektvoll. Ich hab ja gesagt, die soll mit mir nicht reden. Fertig, mehr habe ich euch ja nicht gesagt. Was wollt ihr eigentlich? Dass du dich hier einmal entfernst von diesem Gelände. Nö, warum? Weil ich jetzt ich stehe hier auf öffentlichem Straßenland. Du kannst also mal deinen Maul halten. So, jetzt besser daher. So siehst du besser aus, Schnucki. So gefällst du mir. Dann entfernen sie sich einmal von der Örtlichkeit. Ich stehe hier so. Was willst du von mir? Das öffentliche Straßenland. Der hat Bahamas Mamas diesen Gehweg gebaut? Das war die Stadt. Wollt ihr von mir? Ich bin rausgegangen. 24 Stutzen. Sag mal, wer hat dich denn hier nicht bezahlt? Was ist denn los mit euch? Ich habe eine kleine Frage. Was ist denn eigentlich mit deiner Mutter? Dann werde ich wohl auch so. Sohn einer kleinen, widerlichen Prostituierten, du. Ja. Aber deine Mutter Prostituierte ist... Oh, ich kenne den Sohn! Du ekelhaftes Stück, Alter. War das der, oder was? Ja, natürlich ist das der Fettwanst. Große. Das ist der kleine, fette, hässliche, der mit seinen kleinen Axelshot vor seinen hässlichen Hort-4-Zimmer sitzt und Stream-Tut. Stream-Tut! Guck mal, ja, ich bin fett. Und ab und zu nehme ich deine Mutter auf meinen Schoß und dann springt die so rauf. Und das geht halt durch den Bauch noch ein bisschen besser. Also, das gefällt der, Digga. Sehr erfolgreich. Erfolgreich? Ja, das ist einfach nur ein Fettwanz. Bruder, er hasst mich wie die Pest. Ich kenne den gar nicht, ohne Brasco White hieß der. Ja, genau, Brasco White. Guck mal, wie mad der ist. Ja, genau, Brasco White. Ich glaube, der heißt Nordafrika. Ich weiß jetzt, warum der das macht. Ich kenne den doch. Das ist der bayerische Schwanz. Der scheint ja überall da zu sein, wo ich auch da bin, ey. Dieser Sohn, der guckt gerade unseren Stream. Natürlich ist das dieser Fettwanz. Das ist der Bruder.
Ich denk mir, Bruder, woher kenne ich denn dieses Schwanzmaul? Und als er zum Schluss hier uns nochmal getrollt hat, habe ich mir gedacht, woher ich den kenne. Ich mach mal jetzt was. Wir sind ja hier ehrlich und so, Bruder. Dann will ich mal wissen, was das jetzt hier wird. Willkommen, Support. Wie kann man Ihnen behilflich sein? Ja, ich wollte wegen einem Troller melden, wegen dem M-Dealer in Rot. Den Medic hier, der hat meinen Namen OOC hier erwähnt. Troll mich die ganze Zeit. Bei. Kann das sein? Ja, ja, die trollen mich hier die ganze Zeit. Kannst du die vielleicht vom Server bannen? Ich ja, muss mir noch eine zweite Meinung reinholen, weil ich kann da nicht so viel machen. Die sagen zu dir, du bist ein Troller. Die machen hier, was die wollen, Diggi. Bei dem passiert nichts. Diese Nita, ich habe dir meinen Stream geschickt. Warum macht die nichts? Auf jeden Fall wird es noch Konsequenzen haben für den M-Dealer. ID 44? Ich habe die ID 44, ja. Gemutet. Natürlich nicht. Warum? Ey Leute, ich wurde hier schon für weniger gebannt, Digga, hä? Ah, du wurdest ja wieder entbannt. Aber ich kann da wenig machen, weil ich keinen Eigensupport machen darf. Deswegen habe ich jetzt die stellvertretende Projektleitung geholt. Was für ein Eigensupport? Bist du M-Dealerin? Ich bin P-Dealerin. Ja, dann ist es doch kein Eigensupport. Doch, weil ich die selbst gesehen habe. Wenn du als Supporterin siehst, als unabhängige Person, du darfst nicht eingreifen? Ich muss jemanden dazu holen. Ich glaube, du hast Eigensupport komplett falsch verstanden, kann das sein? Eigensupport ist es, wenn ich Streit mit dir habe, einen Konflikt mit dir habe als Supporterin oder Admin oder Leitung und du dann aber diesen Streitfall auch lösen sollst. Das wäre Eigensupport. Guck mal, diese Medics sind immer noch hier da. Digga, ich check das nicht. Ja, weil es wahrscheinlich gerade unten irgendwas geklärt hat, wo ich nicht weiß was. Und ich stehe jetzt mit dir hier alleine sitze und nicht weiß, was ich sagen soll. Du spielst einen Hund? Ja, ich habe auch einen Hundetscher. Kann ich bitte einen anderen Supporter haben? Ein anderer Supporter ist gerade da. Ein wunderschön. Na, wie geht's dir? Hi, wer bist du genau? Ich wurde gerade vom Server gebannt. Warum? Verstehe ich nicht. Ich habe schon wirklich dumme Menschen gesehen, ne? Also Jungs, der Server heißt Nami Roleplay. Das hier ist der Teamspeak. Ich bin gerade geschockt. Die hatte einfach in ihrer Bio drinnen zu stehen. Twitch-Streamerin und Hundespielerin. Spielst du einen Hund? Ja. Ich möchte bitte... Also wenn die darauf geht, ich möchte gerne gute Clips haben, ja. Am besten bei den Medics. Egal was. Abknallen, überfahren, RDM, VDM. Wer den roten Medic rannimmt, kriegt was er möchte. Wenn du auf einen Server gehst, ohne dass du sagst, dass du streamst, da benehmen die sich ja ein bisschen vernünftiger, ne? Die sehen, was da passiert, Diggi. Die sind einfach zu dumm, Digga, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Also tut mir leid, Projektleiter, ne? Da heißt Chase im Discord oder so. Du bist wirklich zum Sch***en, Diggi. Also ich glaube, du bist Real Talk zum Kacken, Alter. Also wir haben viel Scheiße gesehen. Das war gerade krank. Bin dieser Medic im Blow, bin noch auf Server. Waxon, wenn du auf dem Server den Chef rannimmst, dann bist du kein mehr, du kriegst VIP. Aber wenn du es nicht machst, kriegst du hier einen Bann. Ja, und natürlich hat sich unser Wachsmann bei uns gemeldet. Der Ehrenmann hat natürlich Wort gehalten und er hat natürlich auch seinen VIP bekommen und hier hat er auch seinen Clip dabei. Was versuchst du, dreckiges Stück Scheiße? Ich grüße Brasco White. Was war das denn für eine Aktion? Ey, was versuchst du, kleiner Spasti, Alter? Der ist tot. Ey, du Hund. Junge, hab ich mich erschrocken, ey. Ey, du kleiner Rotzlöffel, hör mir mal zu. Der ist tot. Nein, ist egal, ich bin von der Regierung, ich klär das jetzt. Scheiße, du kleines Brasco-Fanboy-Kind. Oh, bist du ein kleiner Fanboy von Brasco, hä? Du kleiner deine hässliche, freundige Mutter, du kleiner. Geh in die Schule, du kleiner dreckiger Sohn, Alter. Kleiner Wichser, Alter, du kleiner du kleiner dreckiger Fanboy, Alter. Deine ganze Familie soll verrecken, du kleiner Bastard, ne? Deine ganze Familie soll verrecken, du kleiner Sohn. Knall den um, das mach ich. Alles gut, alles gut. Du hast noch nicht abonniert? Unglaublich. Unglaublich. Wollen wir mal gucken, was beim Mechaniker los ist. Der hat aber eine hübsche Werkstatt. Oh, dann wollen wir mal loslegen. Hallo, wer ist hier Chef? Ich tatsächlich. Okay, hol einen Kaffee, Frau, ich rede mit ihm. Du kannst dein Auto nehmen und meine Werkstatt verlassen. Schönen Tag noch. Hör mal zu, Süße. Ich verstehe, du bist hübsch. Oh mein Gott, okay. Wir haben die junge Dame ja verstanden, oder? Ja, ja, aber ich sehe sie nicht mehr. Hörst du mich? Hallo? Ah, jetzt sehe ich alles. Hallo. Und du kannst auch direkt wieder gehen. Warum ziehst du denn Waffe? Ich bin nicht Gewalt an. Du bist in meinem Haus hier, auf meinem Grundstück. Und erstmal bin ich schon mal gar nicht dein Mäuschen oder sonst was. Wenn du eine Saftschubse suchst, geh nach Hause, vielleicht macht es deine Mama für dich. Aber ich nicht. Runter von meinem Grundstück. Und zwar jetzt. Alles klar, Digga. Also, wurden wir hier gerade bedroht? Ich glaube, ja. Sure, Habibi. Ja? Ist die Krachbar immer so drauf? Frau immer so drauf.
Walla Bila, krank. Können Sie bitte dann jetzt ihr das Gelände bitte vorlassen? Ja, ja. Darf ich mich entschuldigen? Sich bei deiner Mama entschuldigen, aber nicht bei mir. Schönen Abend noch. Kurz, warte, ich geh doch jetzt. Aber ich würde gerne sagen, Entschuldigung, egal ob du annimmst oder nicht. Ja, habe ich jetzt ja gehört. Ich wollte noch sagen, es tut mir leid. So behandelt man keine Frau, aber eine Kerpe. Ja. Na, du kleine Schlampe. Die Schlampe ist... Hat die sich gerade selbst revived, Diggi? Ey, habt ihr das gerade gesehen? Entschuldigung, warum stehen sie immer wieder? Kommt davon, wenn man sich mit den Falschen anlegt, würde ich sagen. Ach, ich spiele hier gar kein Rollenspiel? Tschüss, schönen Abend noch. Ach, lebst du wieder? Revive dich mal bitte nochmal. Ach, das macht richtig Spaß, in dich hineinzudringen. Ey, hast du gerade tot dein Auto geschlossen? Ist das nicht Fail-RP? Darf ich das Ganze auf YouTube verwenden? Ist das in Ordnung? Junge Frau, junge Frau. Jungs, ich hab nichts gegen euch, aber die Kerpe hat's gebraucht. Nicht hier! Also Jungs, kann mich schon vorstellen, dass ihr gerade Lust auf Rollenspiel habt. Ey, ich glaube, das war die Projektleiterin, Chat. 1974er Jahrgang. Ey, Milf, ohne Scheiß mal jetzt. Kayla, ich komme jetzt in die Suppe. Ich wusste nicht, dass du OOC auch so aussiehst wie IC. Können wir mal ganz kurz reden? Ein wunderschön. Ey, sag mal, ist Kayla Mechaniker-Chefin? Warum? Schwierig, Junge. Die Chefin hier? Die ist PL hier, ja. Auf dem Bann. Du hast alles richtig gemacht. Hm. Aber kann ich mit der reden, Alter? Nein. Kann ich mit dir reden? Nein. Ich gebe dir einen Tipp. YouTube, Video. Darf ich? Nein. Mach ich trotzdem. Aber ey, Kayla ist schon eine süße Maus. Kannst du dir das ausrichten? Jungs, macht Rollenspiel da. Unterstützt sie, wo es nur geht. Oh mein Gott. Das war wahrscheinlich ihr Simp, Digga. So nach dem Motto, nein, Kayla gehört mir. Digga, ich wollte doch nur mit dir reden. Willst du f***en? Wen? Du dumme Sau! Are you OOC, Matt? Ach, boah. I can't end up in the...